Das Wort für die CDU-CSU. Vielen Dank, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Es ist richtig, Gesetze nach Jahren auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre Praxistauglichkeit und Aktualität zu durchleuchten. Wenn ich mir nun die Wunschliste im vorliegenden Antrag der linken Fraktion anschaue, frage ich mich, ob Sie den Evaluierungsbericht des BMBF richtig gelesen haben oder ob wir zwei unterschiedliche Fassungen haben. Erstens, viele Ihrer Forderungen fallen nicht in die Zuständigkeit des Berufsbildungsgesetzes. Darauf hat bereits Herr Kollege Dr. Feist hingewiesen. Zweitens, einige Ihrer Wünsche sind unzeitgemäß, denn sie berücksichtigen nicht die aktuelle Situation auf dem deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Drittens ignorieren Sie in einigen Punkten Ihres Antrages auch, dass diese bereits im Berufsbildungsgesetz verankert sind, im Evaluierungsbericht erläutert und mit Anpassungsvorschlägen versehen wurden und dass auch Handlungsempfehlungen des Hauptausschusses des Bundesinstitutes für Berufsbildung vorliegen. Hier nun ein paar Beispiele. Nicht in die Zuständigkeit des Berufsbildungsgesetzes fällt die Forderung nach der verbindlichen Ausweisung der Berufsschulnote auf dem Kammerzeugnis. Der Evaluierungsbericht erklärt eindeutig, weshalb nicht das BBIC, sondern die Länder für die Ausweisung der Berufsschulnote zuständig sind. Auch die bezahlte Freistellung von ehrenamtlichen Prüfern ist nicht BBIC geregelt. Hier greift das Arbeitsrecht. Ich stimme der Auffassung zu, dass die technischen und personellen Ausstattung in den Berufsschulen verbessert werden müssen. Aber hier, Frau Hein, das haben Sie bereits auch gesagt, das ist Ländersache. Hier kommt dem Bund nur eine begleitende Funktion zu. Darf ich Sie daran erinnern, dass der Bund mittlerweile viel mehr von dem schuldet, was eigentlich Ländersache ist? Ihre Forderung, einen Rechtsanspruch auf Ausbildung gesetzlich zu verankern, betrifft, das haben Sie zumindest erkannt, nicht das BBIC, sondern das Grundgesetz. Hier frage ich mich allerdings, Entschuldigung, ob Sie die aktuelle Situation auf dem deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt kennen. Sie blenden ja vollkommen aus, dass die Schulabgängerzahlen seit Jahren rückläufig sind und sich momentan eben auch mehr Schulabgänger für ein Studium entscheiden. Der Wettbewerb um eine Ausbildung hat sich längst in einen Wettbewerb um Auszubildende gewandelt. Bessere Bedingungen für Ausbildungsplatzsuchende als derzeit hatten wir noch nie. Vielleicht brauchen wir in der derzeitigen Situation eine gesetzliche Ausbildungspflicht. Sie sehen, auch ich habe Wünsche, die sich nicht erfüllen lassen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Fraktion Die Linke beklagt in ihrem Antrag, dass immer weniger Unternehmer Ausbildungsbereitschaft zeigen, fordern aber im nächsten Atemzug eine solidarische Umlagefinanzierung, die alle Betriebe in die Pflicht nehmen soll. Auch das ist eine uralte Forderung, und der Ansatz, wenn wir ihn ständig wiederholen, wird er nicht besser. Das sagen Sie mal der Bauwirtschaft, die tut das seit vielen Jahren. Durch unverhältnismäßige Bürokratie oder stetig wachsende Anforderungen an ehrenamtliche Prüfer und Ausbilder schrecken zukünftig kleine Ausbildungsbetriebe noch mehr davor zurück, auszubilden. Auch das sollte uns bewusst sein. Die Attraktivität der dualen Ausbildung muss wieder steigen, das wissen wir alle. Dazu werden aber die Überregulierung im Gesetz und zu eng gefasste Definitionen keinen Beitrag leisten. Nie zuvor wurde im Bildungs- und Forschungsbereich mehr Geld investiert als in dieser Legislaturperiode. Es bleibt mir jetzt nur noch zusammenzufassen, das Berufsbildungsgesetz hat sich als wirksamer und flexibler Rechtsrahmen bewährt. Daran ist nicht zu rütteln. Mit einem zeitlichen Aufwand von 2 Jahren wurde es intensiv unter die Lupe genommen. Der Evaluierungsbericht des BMBF hat notwendige Anpassungen vorgeschlagen. Ein grundlegender Novellierungsbedarf wurde nicht festgestellt. Das spiegelt nicht nur die Meinung der CDU-CSU-Fraktion wider, sondern vor allem auch der Fachexperten, die täglich in der dualen Berufsausbildung tätig sind und mit dem Berufsbildungsgesetz arbeiten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit in der späten Stunde.
Vielen Dank, Frau Kollegin Heller. Damit schließe ich die Aussprache.